Ist das gerade oder ist das nicht gerade? Was würdest du sagen? Ist gerade. Glatt, gerade, perfekt. Ja? Ja. Kannst du mir mal hier in Ruhe angucken. Wir reden heute mal ein bisschen über Präzision für bei der Bearbeitung und wo es da so die Unterschiede gibt. Ja? Also, ich sag vorweg, das ist alles andere wie gerade. Das sieht gerade aus, das ist aber nicht gerade. Warum? Zeige ich dir jetzt. Pass auf. Da gibt es einen ganz einfachen Test, den du machen kannst. Nimmst hier so einen Marker, markst dir hier die Oberfläche an, machst hier so komplett. Und dann brauchst du eine Referenzfläche, die natürlich absolut gerade sein sollte. Da haben wir hier diese schicke Granitplatte von Mitutoyo. Hier kommt Marketing hier an der Seite. Hier, wunderbar, Mitutoyo. Wenn es um Messen geht, ist das euer Partner. Und dann legst du das mal hier so drauf. Und machst hier so ein paar Bewegungen, wichtig ist in unterschiedliche Richtungen, weil sonst entsteht sowas wie Kantenkippen oder eben Fehlmessung. Ein bisschen mehr. Und was sehen wir? Hier sieht ihr jetzt die verschiedenen Punkte, wo eigentlich nur das Teil getragen hat. Das bedeutet, die Oberfläche ist alles andere wie plan. Jetzt mache ich das ein bisschen länger. Und du siehst, es wird immer mehr, haben wir hier Highspots. Warum ist das und wie ist das entstanden? Diese Platte ist gefräst worden, fein gefräst worden und dadurch sind Kräfte in dieses Material eingetreten und durch diese Kräfte, die die Schneide da erzeugt, wird das Material leicht verformt, vielleicht auch die Spannkräfte, dass die Vibration, die die Maschine hat beim Planvorgang und so kann ganz leicht eben sowas entstehen. Wir reden hier von ein wenigen Müh, ne? Also das ist jetzt nicht hier so, dass das mega, mega krumm ist, nur ich rede jetzt hier von wirklich perfekten, geraden Oberflächen. Was würdest du sagen, was ist eine Möglichkeit, die perfekt gerade zu bekommen? Runterplanen. Ja, das ist ja hiermit passiert worden. Die ist ja geplant worden. Es gibt zwei Verfahren, einmal das Leppenschleifen oder das Schaben. Bei dem Bauteil hier würde es sich wirklich anbieten, hier so ein Schleifpapier, 200er Körnung und das hier drüber zu schleifen, bis es vollständig trägt. Dann gibt es ja auch so Flächenschleifmaschinen. Bei den Flächenschleifmaschinen muss man nicht so feste das Bauteil befestigen, also fixieren, weil die Flächenschleifmaschine, die mit ihrem Schleifrad hier rüber geht, nicht so viel Kräfte in das Material einbringt. Dadurch ist das wieder eine Nummer präziser, aber bei weitem nicht so präzise wie das per Hand leppen. Was machen wir denn mit einem Bauteil, was jetzt so groß ist, sprich der große Aluklotz, den wir da unten haben, ne? Für den, aus dem wir die Ölwanne bauen, hier so 50 Kilo, den können wir ja nicht leppen. Den können wir ja nicht hier über eine große Glasplatte per Hand. Da werden wir so breit von. Das wollen wir ja nicht. Ne? Obwohl, vielleicht können wir das anbieten für Leute, die so ins Fitnessstudio gehen und so. Kommst du hier so Aluklotz leppen? Egal. Wie macht man das? Schaben, habe ich eben schon erzählt. Das ist ein Schaber. Und ihr glaubt nicht, wie präzise man mit so einem Schaber Oberflächen hinbekommt. Beispiel. Hier haben wir eine Referenzfläche. Absolut plan, sorgt dafür, dass sie staubfrei ist, da nichts drauf ist. Und legt die hier drüber. Und ihr seht, da bildet sich zwar so leicht so einen Luftpolster, wenn man das Ding, ihr kennt das alle von der Schule, von dem Geodreieck. Ne? Wenn ihr es auf den Tisch, kannst du dich erinnern? Es hat ein geringes Eigengewicht, das Luftpolster, die Luft ist träge, geht da drunter und das fliegt über den ganzen Tisch. So, das haben wir hier leider nicht wirklich den Fall, weil, nochmal, ich mache so und man sieht hier die glänzenden Spots. Da steht er aktuell drauf. Und um Sachen wie zum Beispiel meine Maschine, deswegen, manchmal braucht man ja nicht so präzise Flächen, aber zum Beispiel hier, schaut euch das an. Meine Maschine hier hat hier ihre Führung für die Y-Achse und im Idealfall haben wir da ganz plane Flächen, Führung und eben Lagerung, die dafür sorgen, dass eben das so plan ist, dass sich wieder so ein Gleitfilm dazwischen bildet und man somit von Reibung zu direkt
keine Reibung kommt. Wenn da nämlich noch irgendwie was Öl dazwischen kommt, dann bildet sich direkt ein hydrodynamischer Gleitfilm und das Ding hat null Reibung eben. So, jetzt zeige ich euch mal, wie einfach das ist. Ja? Also, wir haben jetzt hier die Punkte, wo das Ding trägt. Ne? Jetzt machst du nichts anderes, nimmst hier so einen Schaber und schabst über die Stellen. Man sieht richtig, seht ihr das, wie die Stellen, die weiter oben sind, immer weiter anfangen zu scheinen. Das macht man dann, das dauert definitiv lang. Wir reden natürlich auch hier von hochpräzisen Flächen und da kann das ruhig was länger dauern. Und wenn ich das jetzt hier eine geraume Zeit gemacht habe, sieht irgendwann meine Fläche so aus. Sieht irgendwie doch überhaupt nicht glatt und gerade aus, aber wenn man mal hier drüber fühlt, ist ein Riesenunterschied. So, jetzt natürlich dafür sorgen, dass das hier alles sauber ist. Siehst du das hier? Wir haben jetzt quasi nur die Luft, die dazwischen ist und nicht quasi da weg kann, weil das so plan ist. Und jetzt musst du dir vorstellen, hast du das unten in deiner Lagerschale drin und willst keinen Motorlagerschaden haben. Und du machst jetzt dann noch das Motoröl dazwischen, so wie wir jetzt hier machen. Wir simulieren jetzt das Schmiermittel und schau dir das mal an. Oh, das muss natürlich ordentlich. Durch den Runterfaller hier habe ich jetzt hier irgendwo gerade eine Mini-Katsche gemacht. Ne? Jetzt können wir mal die Katsche sichtbar machen. Und wir sehen ganz viele Punkte, die tragen. Also nicht mehr hier diese zwei, drei Striche, sondern das Ding trägt jetzt quasi fast auf der vollständigen Fläche. Jetzt will ich das hier ein bisschen optimieren. Schabe hier so drüber. Da glänzt es noch stark. Hier vorne. Dort. So. Und für was ist das wichtig? Das ist wichtig dafür, dass wir eben Maschinen haben, die nicht für kurze Zeit präzise sind. Weil stell dir mal vor, die Lagerstelle von meiner Y-Achse würde nur einseitig an einer Stelle tragen. Das würde dort immer Reibung erzeugen, Reibung gleich Verschleiß. Und die Maschine würde nur für kurze Zeit präzise sein und nach der geraumen Zeit unpräzise werden, weil die Lagerstelle Spiel bekommt, Verschleiß eben. Ich finde, das ist sehr wichtig und das wird total vernachlässigt, das ist einfach mal in der Schule. Alter, sowas einfach im Unterricht, mal der Lehrer, guck mal, das hat jetzt 15 Minuten gedauert, oder? Wie lange sind wir? 10 Minuten. Und? Hast verstanden? Ja. Also warum gleitet das hier so? Weil das plan ist. Weil die Luft nicht entweichen kann. Die Luft ist träge. Durch diese Rillen, die wir hier haben, lege ich das drauf und die Luft kann entweichen und es ist fest. Es dreht sich nicht wirklich. Weißt du? Und ich finde das sehr interessant. Cool, oder? Ja. Hättest du auch gern? Willst du mal fühlen? Fühl mal. Fühlt sich anders an. Andere Seite? Ist komplett anders. Ja, natürlich hätte man das direkt schleifen können. Nur ich wollte eigentlich nur mal das Schaben demonstrieren. Ne? Also normal hätte man hier, beim Schleifen sollte man auch darauf achten, dass man wieder in diverse Richtungen geht und dass man vor allem keine Kippfehler macht. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich das Ding hier so in der Hand halte und ich kippe, dann runde ich die Ecke ab. Wenn ich die Ecke abrunde, dann habe ich keine plane Oberfläche mehr. Damit ich die Ecke nicht abrunde, könnte ich Folgendes machen. Ich nehme zwei Teile, die das identisch nahezu sind. Jetzt muss ich wieder nur die Folie abmachen. Fixiere damit das Bauteil in der Mitte, weil dann kann ich in der Mitte des Bauteils kann nicht mehr kippen. Weißt du, wie ich meine? Und dann mache ich hier so ein paar Bewegungen und da sieht man auch, als Trick kann man zum Beispiel auch die Oberfläche, wo man das Schleifpad oder hier die Lappingfläche drauf macht, kann man mit ein bisschen Wasser, damit rutscht es nicht so, immer weiter bewegen. Und du siehst hier, bildet sich auch wieder ganz schnell dieses Rillenmuster. Können wir mal ganz flott machen.
Das war jetzt ohne viel Aufwand. Ne? So, das kann man natürlich jetzt lange machen. Aber du siehst, es wird schon besser. Wenn man jetzt Flüssigkeit dazwischen hat, geht auch schon ab. Geil? Okay, das war's nun. Das war jetzt hier kurze Lehrstunde mit Andi. Ciao.